Servus, heute erstellen wir so eine Decke, die schräg ist und dann oben wieder gerade wird. Ohne Dachebenenmodell, einfach mit einer Bezugsebene über 3D-Flächen und los geht's. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, grüßt euch, eine kleine Kundenanfrage und die möchte ich gleich per Video wieder lösen. Die Herausforderung ist hier eine Stahlbetonwand, hier eine Stahlbetonwand. Und die wird verknüpft mit so einer Decke. So, okay, kann man sich das vorstellen? Klar, das ist unterhalb von einem Dachaufbau. Wir modellieren aber das Dach nicht. Aus dem Grund würde ich aus meiner Sicht, gibt es wieder 10.000 Wege und ich weiß, jeder kann es anders machen. Aber ich zeige einfach meine Methode. Ich würde das Ganze jetzt so modellieren, dass ich hier... Na, das untere nicht. Moment, ich würde hier eine Ebene erstellen, an die sich die Decke schmiegt. Okay, also die und das einfach ins Wandteilbild. Theoretisch kann man das auch ins Dachteilbild, dann wäre hier keine Verbindungslinie, aber allerdings ist hier eh eine Betonierfuge. Also hier wird eh Betonierfuge sein und dann kommen da irgendwelche Anschlusseisen wahrscheinlich irgendwie so rein. Gehe ich davon aus. Gut, und jetzt modellieren wir uns einfach mal diese Fläche da. Dazu, ich mache es gestalterisch immer so, auch hier. Ihr macht es bestimmt richtiger als ich. Ich mache es einfach so. Sorry. Ich modelliere jetzt mal mit Orange. Ich habe jetzt hier auf, machen wir 10 Meter. Können wir es mal näher hin. Und machen wir hier minus 4, keine Ahnung. So, jetzt haben wir einfach mal eine Fläche gebastelt. Schauen wir uns hier an. Wunderbar. Ich mache es dann immer so, dass ich einfach, ich mache jetzt nicht mit frei 3D drehen, das geht natürlich auch. Also einfach drehen, dann statt Grundriss frei 3D. Und dann könnte man das Ganze über eine Achse, über eine Achse ziehen, zum Beispiel hier. Und dann sagen wir mal 10 Grad. Da bin ich aber nicht so gut bewandert, sondern ich mache das einfach mit Schnitten. Und deswegen erzeuge ich mir einfach einen Hilfsschnitt. Schneiden wir einfach hier durch. Wichtig, wir nehmen nicht die Höhe aus Elementen, sondern wir nehmen eine Unterkante und eine Oberkante, die uns viel Spielraum lässt. Sagen wir es mal so. Gehen dann Escape ich. Schauen wir mal von hier nach hier. Und dann setze ich das Ganze hier ab. Besser ist sogar noch, wenn ich das Ganze komplett umschließe mit dem Schnitt. Das heißt, Punktmode aktivieren und rüberziehen. Jetzt haben wir hier unsere 3D-Fläche und ich zeichne mal schnell in 2D auf, wo wir es brauchen. Ich weiß jetzt, hier die Unterkante von der Schnittlinie ist bei minus 5 und jetzt könnte es zum Beispiel sein, dass ich einfach sage, okay, der Startpunkt der Decke ist bei, oder der untere Punkt links ist bei 5 Meter und da gehe ich jetzt einen Meter rüber und dann machen wir mal einfach hier. Machen wir noch 4 Meter, dann machen wir 3 Meter und hier machen wir 2,50 nach oben. Muss ja kein 45 Grad sein. Und jetzt noch 2 Meter nach rechts, fertig. Jetzt kopiere ich mir einmal die 3D-Fläche hier und die markiere ich mir auch in einer anderen Farbe, dann weiß ich, dass das meine 2D-Linien sind. Machen wir es mal in Rot. Dann verschiebe ich mir meine 3D-Linie hier an diesem Punkt, drehe das Ganze einfach im Grundriss. Zack, nach oben, dann brauche ich nichts frei 3D drin. Und ebenso diesen Punkt schmiege ich an diesen Punkt. Der Rest ist einfach Punkt modifizieren wieder, den Punkt hier hinführen, den anderen Punkt führe ich jetzt erstmal hier hin und dann von hier nach hier. Jetzt lösche ich einfach diesen Schnitt und den hier. Und die 2D-Linien sind dann auch weg. Und jetzt vereinige ich diese Körper. Dazu einfach auf freies Modellieren, Körper vereinigen, Rechtsklick. Und jetzt machen wir hier wieder einen Rechtsklick drauf und sagen, das ist eine 3D-Fläche in Bezugsfläche. Dann nehmen wir einen schnieken Namen, zum Beispiel Lichen. Oh, was ist denn das für ein komischer Zufall, dass das Lichen heißt. Das sollst du machen, um mich weiterhin zu unterstützen, damit das Video mehr ausgestrahlt wird und es mehr Leuten mit Allplan hilft. So, jetzt sehen wir auch, dass in unserem 3D-Perspektive diese Bezugsfläche hier unsichtbar ist und nur wenn wir drauf gehen, sehen wir sie.
Wir öffnen unsere Palette Ebenen. Wenn ihr die nicht habt, Rechtsklick irgendwo an der Action Bar, wo keine Funktion dahinter steht, und dann auf Ebenen. Ach, habe ich hier schon mal gemacht gehabt, deswegen Rechtsklick Modifikationsmodus aktivieren. Ich lösche schon mal diese Bezugsfläche und jetzt erzeuge ich eine neue. Das könnt ihr zum Beispiel hier machen, hier oben, oder einfach hier reinklicken, Rechtsklick und dann Bezugsfläche einfügen oder ersetzen. Dann können wir jetzt eine einfügen und jetzt muss ich die Bezugsfläche noch anklicken und jetzt ist die auch schon hier und hier kann ich dann den Namen ändern, wenn ich den möchte. Ich finde, liken ist ein super Kommentar oder eine super Name und schon, dann kann ich hier escapen und sagen, ja, anwenden. Jetzt habe ich diese Ebene hier drinnen und ich kann meinen, ja, ich gehe in meinen Assistenten rein, ich kann jetzt einfach eine Orbitondecke nehmen, gehe hier in die Eigenschaften rein, gehe auf Höhe, dann den Bezug wähle ich jetzt in dem Fall diese Ebene aus. Also liken. Oh, steht schon wieder liken. Sorry. So, das ist die Oberkante und die Unterkante könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen mit einem Abstand von 0,20. Ich kann hier zum Beispiel die Richtung ändern. Ich denke mal, dass das hier besser ist. Und dann sage ich okay, okay. Und dann ziehe ich mir das hier so drüber. Ich escape. Und jetzt habe ich auch in 3D hier meine Decke vorhanden. Ich kann das auch von der Seite anschauen. Und genau, jetzt ist sie so erstellt worden. Das heißt, wir haben jetzt immer einen Abstand von 20 cm. Und wenn wir jetzt in die Höhe reingehen und machen das Ganze so, okay, dann schaut das Ganze so aus. Es kommt jetzt darauf an, wie ihr das braucht. Ansonsten gibt es auch mehrere Möglichkeiten, hier den Punkt zu verlagern, dass der obere, keine Ahnung, vielleicht weiter drüber geht. Kann das funktionieren? Weiß ich jetzt nicht. Ja, aber so in der Richtung ist, glaube ich, gut erklärt, oder? Lasst mir bitte ein Like da.